Dann holen wir jetzt noch die Jungs auf der anderen Seite. Da stand, glaube ich, auch noch eine Rudel rum. Ah, wir brauchen noch 4 Leute. Wir müssen noch 4 Deppen finden. Ist das Kacke. Ja, komm. Die im ersten sind auch eingesperrt. Ja. Da müssen wir noch ein paar Jungs befreien. Die fallen jetzt gleich wahrscheinlich runter und dann müssen wir sie da unten wieder einsammeln. Es hat aber, glaube ich, nur 3. Ja. Jap ist also auch so ein Wort für Twitch. Ich verstehe es nicht. Meine Jungs! So, ist hier noch einer? Nein. Schauen wir mal, ob die da unten reichen. Die ist doch schon tot. Ja, da hast du auch wieder recht. So wie die agieren, sind sie schon tot. Sie sind eigentlich nur noch laufendes und sich bewegendes Fleisch. Ja, wegen der Japaner, ich weiß. Es ist total blödsinnig. Dieser Automod. Vor allen Dingen, ich habe den Automod deaktiviert eigentlich. Oder auf niedrigste Stufe gestellt, von daher. Ah, guck an. 1, 2, 3. Kommen Sie mit. Einer noch. Echt jetzt? Einer noch. Wo soll der zum Teufel noch sein? Wisst ihr, ob ich irgendwo, wo ich einen übersehen habe? Habt ihr das mitbekommen? Oder muss ich jetzt alles absuchen? Von da aus sind wir ja gekommen, da war der mitgenommen. Da müssen wir eigentlich auch noch alle mitbekommen. Die ist bestimmt unter. Die ist bestimmt die Wasserleiche. Würde mich jetzt nicht verwundern. Guck mal, wie artige Lemminge. Sehr artige Lemming. Kommt her und tragt mich auf Händen. Boah, nicht darunter fallen, das wäre eine blöde Idee. Wahrscheinlich eine weitere Möglichkeit, wie man stirbt. Wobei. Ja. Versuch war es wert. Vielleicht wäre nämlich da unten noch was gewesen. Wo fangen wir jetzt an? Ach, das Ding ist auch wieder resettet. Alles klar. Kommt mit. Auch du, Hosenloser. Du Hosenlose Frechheit, du.
Ich meine, hier runter ins Wasser kann ich nicht wirklich. Sondern ich kann ja nur nach links und rechts, das ist ja das Problem. Hier sind sie alle irgendwie durch. Da oben käme ich jetzt theoretisch auch hin. So, einfach nur, weil ich es kann. Eine hosenlose Frechheit, meinst du, Dex? Nein, Merl. Dex hat in der Regel eine Hose an, wenn ich ihn gesehen habe. Gut, da war schon mal niemand. Ich nehme euch mal lieber mit. Ach, das funktioniert ja eh nicht so gut. Dann nehme ich euch mal da unten so rum mit. Könnt ihr das? Ja, die Antwort ist ja. Kennt jemand, der spielt Zombicide? Irgendwie erinnert mich das daran. Aber tauchen können sie nicht. Oder so. Hier ist keiner. Ich würde behaupten, untere Ebene ist clear. Jetzt müssen wir den ganzen Schwung wieder hochbringen. Kommen Sie hoch, können Sie rausgucken. Oder raufgucken, runtergucken. Ach egal. Können Sie dumm gucken. Kommen Sie mit. Guck mal ganz oben nochmal, ob wir da vielleicht noch einen übersehen haben. Kannst du. Kennst du. Tacoma ist auch ein Story-Game. Nee, Tacoma sagt mir auch nichts. Habe ich tatsächlich auch noch nie gespielt. Aber wenn es gut ist. Ja. Nein, in die andere Richtung bitte. Und weit genug. Worum geht's denn da? Oder gab's mal kostenlos in Epic? Oh, dann könnte ich es vielleicht haben.
Na, andere Richtung. Dann könnte ich es vielleicht haben. Weil, ja klar, das ist der letzte. Ist okay. Habe ich mir mal installiert gehabt und mein Englisch ist schlecht, deswegen bin ich nicht weit gekommen. Spiel mal. Ja, why not? Grundsätzlich, wenn es ein Spiel ist, was mir gefallen könnte, spiele ich es. Vor allem, wenn ich es habe. Ach, spielt im All. Ah, okay, ja, macht Sinn, macht Sinn. Sehr. Danke fürs aufs Dings treten. Ich bin aber weg. Seems legit, was hier abgeht. Okay. Klingt nach, ich will nicht davon getroffen werden. Klingt nach, ich wurde davon getroffen. Ja, also, ich werde es mir mal angucken. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber es tat weh. Wie man an meinen 5 Stücken gesehen hat, die da noch rumrannten. Oh yeah. Ich bin noch nicht bereit, loszulassen. Oh ja. Das wird nichts. Das könnte was werden. Also was auch immer die da hinten tun, es tut weh, wenn es trifft. Was macht der? Aha, alles klar. Ihn da hinten. Und weg. Kann ich den nicht mit weiter hochlaufen lassen? Das wäre. Ich kann das. Da ist er zu schnell, da ist er zu schnell. Der ist zu schnell, das ist zu doof. Ja, es ist Druck. Irgendeine Explosion passiert da hinten und es ist Explosionsdruck. Das wird nix. Das Problem ist, ich brauche ihn an 2 Stellen. Ich kann aber nur hier beeinflussen irgendwie. Den Schutz. Da oben kann ich ihn nicht wirklich beeinflussen. Reißt es mich wieder weg. Ja, ich brauche ihn da an 2 Stellen. Wie soll man das machen? Frage ich mich gerade wirklich.
Ich meine, ja, hier kann ich ihn einstellen. Dir fehlen noch zwei Counts. Was? Zwei Counts? Oh. So, zwei Counts nachgeliefert. Nee, 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 nee. Ich hasse solche Timing-Sachen. Dabei war es schon fast fertig. Ja, Konfetti. Eindeutig Konfetti. Das geht auch nicht. Hui! So. Ich habe mir das jetzt mal so angeschaut, wann die Druckwellen so kommen. Hm? Die kommen immer regelmäßig, das ist das Problem. Satt durch ein Sieb geschossen, da gibt es schönere Sommersprossen. Da macht es mir keinen Sinn, das Ding anzuhalten. So, da halten wir es jetzt mal an. Warten auf die nächste Druckwelle. Das war eine Druckwelle. Wenn diese Platte nach der Stegplatte weitergeht und auf der Leiter sollte über jeder Welle die schützen, ja. Richtig, sollte es, aber das Timing muss halt gut sein. Und wenn ich jetzt wie hier die zu langsam bin für die Platte, dann ist aus.